Willst du etwas frischen Saft, Sammy? Ja, gerne. Also eigentlich wollte ich auch welchen haben. Okay. Was? Elsa? Wie bist du denn hierher gekommen? Obwohl ich mir das ja schon denken kann. Lucy, ich glaube, Elsa will uns damit sagen, dass wir ein neues Haus für sie bauen sollen. Elsa kann man doch keinen Wunsch abschlagen. Also los. Hey Leute, heute werden wir ein riesiges, magisches Haus bauen. Ja, Elsa hat sich schon lange eines gewünscht. Als erstes brauchen wir eine gute Basis für unser mehrstöckiges Haus. Keine Sorge, Schätzchen. Susi meinte für dein Haus. Ups. Sam hat natürlich recht. Diese Wand kommt hierhin. Wir beginnen mit dem wichtigsten Teil eines jeden Hauses. Oh, ich dachte, dass die Küche der wichtigste Teil ist. Meinst du nicht eher der Kühlschrank? Worauf spielst du an? Auf deinen großen Appetit, junger Mann. Ich habe den perfekten Schleimappetit. Wenn du das sagst. Diese Fenster sehen unterschiedlich aus. Nun, wie auch immer, neben der Küche ist auch das Dach ein sehr wichtiger Teil eines jeden Hauses. Wie nennt man ein Haus ohne Dach? Ein Cabrio? Ich glaube nicht, dass es solche Häuser gibt, Sam. Ja, ein Haus ohne Dach wäre irgendwie sinnlos. Sogar für Elsa. Und sie liebt es, Schnee um sich herum zu haben. Aber wir integrieren diese wunderbaren Fenster auf unserem Dach. So kann Elsa die Sterne am Nachthimmel beobachten. Susi, ist es okay, dass wir ein riesiges Loch in unserem Haus haben? Das ist kein Loch. Das ist ein besonderer Ort für... Für was? Für was denn? Das verrate ich noch nicht. Das ist eine Überraschung. Ich hoffe doch, es ist was Cooles. Aber klar doch. Genauso cool wie unsere Elsa. Wow, dann muss es ja echt magisch sein. Leute, diese glitzernde Treppe verbindet den ersten und zweiten Stock. Aber Sicherheit geht vor. Schau dir dieses Geländer an, das ich gerade gemacht habe. Du hast recht. Auch das sollte schön aussehen. Oh, sie funkeln so toll. Natürlich. Immerhin ist es ein magisches Haus. Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch bisher gefällt. Und vergesst nicht, auf die Glocke zu drücken. Susi, meintest du nicht, dass das Haus etwas zu groß für Elsa ist? Willst du bei ihr einziehen, Sammy? Nein, ich komme sie lieber einfach nur besuchen. Warum bist du so nervös? Weil du nicht verstehst, wovon ich rede. Vielleicht fühlt sie sich einsam in diesem riesigen Haus. Ich weiß nicht, Sammy. Manche Leute fühlen sich nie einsam, auch wenn sie alleine sind. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Aber hallo, du bist der Mittelpunkt jeder Party, Sammy. Okay, ich frage Elsa besser einfach persönlich. Bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit stellen wir die Fenster fertig. Hopp. Seht euch unser Transformerhaus an, Leute. Wow, Susi, ich wusste nicht, dass du das kannst. Yep, wir können es schließen, wann immer wir wollen. Wir können es von deiner Stimmung abhängig machen. Cool. Aber im Moment würde ich es gerne auflassen. Wie du willst. Ich habe dieses Spielzeug als ein Geschenk für Elsa gemacht. Ich habe gehört, dass Elefantenstatuetten Harmonie in jedes Haus bringen. Wow, der ist so hübsch und niedlich. Susi, wir müssen das Haus sofort einrichten. Keine Sorge, Sammy. Ich kümmere mich direkt darum. Und wir beginnen mit dem Badezimmer. Mit ihrer Liebe zur Kälte bezweifle ich, dass sie jemals einen Whirlpool braucht. Außerdem ist er so gar nicht Elsas Stil. Okay, ich frage Elsa schnell nach ihren Lieblingsfarben. Im Inneren sollte die Wanne sowieso weiß sein. Stimmt's, Leute? Und von außen könnte sie glitzern. Ich wende etwas Magie an und... Hopp! Wow, diese Farbe sieht echt toll aus. Susi, schau mal, was ich gemacht habe. Was für ein süßer Schaukelstuhl. Der wird hier ganz toll aussehen. Und wo sollen wir dieses extrem wichtige Ding in jedem Haus hinstellen? Moment noch. Lass es uns erstmal dekorieren. Es sollte doch zur Wanne passen. Susi, woher kennst du Elsas Geschmack so gut? Ich entscheide einfach danach, was ich gerne in meinem Haus hätte. Vielleicht bist du dann auch eine Winterfee. Winter oder nicht, ich kenne ein paar Tricks. Zum Beispiel, wie man ein perfektes Badezimmer für Elsa schafft.
sehr, Susi. Also könnt ihr auf diesem Stuhl den Sonnenuntergang genießen. Das stimmt. Der Balkon ist perfekt dafür. Leute, habt ihr schon unseren Kanal abonniert? Dort findet ihr jede Menge interessante Bastelideen. Und auch viele interessante Deko-Ideen. Elsa sollte nicht verhungern. Ich baue ihr eine richtig coole Küche. Ich frage mich, was sie wohl gerne isst. Das muss ich unbedingt herausfinden. Ich wette, wir haben eine Menge gemeinsam. Alles klar, Sammy. Susi, Elsa liebt Schokolade. Genau wie ich. Wer mag denn keine Schokolade, Sammy? Wir stellen diesen schönen Stuhl genau hier hin. Oh, Elsa, du willst dieses Haus lieben. Leute, wir dekorieren unser Haus im Winterstil. Alle Möbel sollten also kalte Farben haben. Wisst ihr, welche Farben das sind? Nun, zum Beispiel blau, violett und grün. Oh, wir haben ein Problem. So passt Elsa nicht ins Haus. Aber keine Sorge. Wusch! Schon besser. Wow, Sammy. Du und Elsa habt also etwas gemeinsam. Magie. Jetzt können wir ein perfektes Bett für sie bauen. Hopp. So wird sie es unglaublich bequem haben. Elsa liebt es zu singen. Ihre Stimme bringt alle Glocken zum Klingen. Sammy, ist Singen auch etwas, das du mit Elsa gemeinsam hast? Ja, sie singt wie ein Vogel, genau wie ich. Hier, nimm diesen lila Schrank. Den stellen wir direkt hier hin. Und das ist ein winziger Stubenwagen. Ich wusste gar nicht, dass Elsa ein Baby hat. Nun, vielleicht bekommt sie ja mal ein Baby. Oh, und sie werden sich in diesem Schlafzimmer so wohl fühlen. Hey Susi, was war das für eine Überraschung, von der du mir vorhin erzählt hast? Tada! Wow, ein Auto? Gefällt es dir? Ja, und wie? Es ist großartig. Und die Garage ist einfach perfekt. Ich frage mich, ob Elsa einen Chauffeur braucht. Bitte Elsa, sag mir, dass du nicht Sam als deinen Fahrer wählst. Oh, ich liebe unsere Möbel so sehr. Hier kommt noch eine Schublade hin. Nein, der Fahrer für Elsa zu sein ist nichts für mich. Dieser ganze Schnee und die Kälte, ich bastle viel lieber. In diesem Schminktisch kann Elsa ihr Make-up aufbewahren. Wir platzieren ihn also am besten dort, wo sie sich schminken wird. Und hier ist der Kleiderschrank. Susi, Elsa hat gesagt, dass sie viele Outfits hat. Dann ist der hier perfekt. Schau mal, wie gut ich mit dem Wagen umgehen kann. Cool, Sam. So, jetzt ist das Zimmer eingerichtet. Aber die Küche ist noch nicht ganz fertig. Hier kommt das Spülbecken. Etwas Deko verschönert einfach jede Einrichtung. Wow, Susi, es sieht aus wie ein Wintermärchen. Ja, alles hier ist einfach so zauberhaft. Ich kann förmlich spüren, wie glücklich Elsa ist. Und wir können es auch noch personalisieren. Hopp, perfekt. Ich sehe mal schnell nach, ob wir noch was vergessen haben. Ja, natürlich. Elsas Bücher. Sie liest so viel. Oh, danke. Legen wir sie hier hin. Und noch mehr Bücher. Sie muss eine ganze Bibliothek haben. Und das hier kommt hier hin. Und einen hübschen kleinen Teppich. Der ist so weich. Hier kommt Elsas Lieblingsduft. Riecht erfrischend. Aber nicht so erfrischend wie Schnee. Oh, nicht frieren, Sammy. Und was ist euer Lieblingsduft, Leute? Ich liebe Wassermelone. Damit bekomme ich selbst an kalten Winterabenden ein warmes Gefühl. Und ich mag den Geruch von Pizza. Na, das wissen wir alle zu gut. So, und zu guter Letzt der Weihnachtsbaum. Wir stellen ihn genau hier auf. Was für eine perfekte Atmosphäre. Vergiss die Geschenke. Du hast recht, Sammy. So. Die Vorhänge. Wir haben die Vorhänge vergessen. Oh, richtig. Was würde ich nur ohne dich tun, Sammy? Okay, Leute, wir sind fertig. Schaut euch dieses magische Haus für unsere Disney-Königin Elsa an.
liebe Elsa, frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Sammy, wir sind noch nicht fertig. Ach, komm schon. Mal sehen, was Elsa von ihrem neuen Haus hält. Danke, Elsa. Ich bin so froh, dass dir dein neues, schönes Haus gefällt. Und jetzt kann ich endlich meinen frischen Saft genießen. Susi, Elsa hat gesagt, dass Wasser besser für die Gesundheit ist. Kein Problem. Ich werde Saft und Wasser trinken. Aber ich bin mir nicht sicher, dass Wasser besser für deine Gesundheit ist. Sammy! Oh. Na, wie fandet ihr dieses Bastelprojekt, Leute? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Frohes neues Jahr! Okidoki. Auf ein gelungenes 2021. Tschüss!